So, Manni und Lulu sind hier jetzt in diesen Zwinger eingezogen. Wahrscheinlich erstmal ist das vorübergehend. Ich hätte sie halt gern im Haus. Das Problem ist, dass der Manni gerne anderen, also Menschen, in die Waden beißt. Und es wäre halt ungünstig, wenn er das dann halt im Hausbereich macht, wo ich ihn eigentlich gerne hätte. Ich muss aber hier feststellen, dass der Manni eigentlich auch nichts mehr sieht und nichts mehr hört. Also er merkt halt jetzt wohl schon, dass ich da bin, aber so wirklich und so richtig, wo ich jetzt da bin, glaube ich nicht, dass er das nicht mitkriegt. Was ich halt super erstaunlich finde, er war schon immer so ein kleiner Entdecker. Sobald mal irgendwie die Türe auf war, ist er gerne mal gucken gegangen. Er war dann ja auch jetzt lange Zeit ohne vier. Man kann mich nicht hören, Kerl. Da ist jetzt aber halt einfach auch die Zeit flöten gegangen, dass man da die Zwinger aufmacht. Und ich wollte halt gerne, dass die beiden jetzt noch irgendwie eine Verbesserung haben hier mit dem Abend. Ich kenne die zwei, glaube ich, schon lang. Die waren hier schon 2009, sind 2009 auch da schon zusammen gewesen und ihr ganzes Leben zusammengeblieben. Wir hatten mal abwechselnd Gesellschaft von ein oder zwei anderen Hunden, aber die zwei sind echt dicke. Und ich finde das halt so super mutig, ich weiß gar nicht, sie sind 15 jetzt oder sowas. So super mutig, wo er doch halt auch wirklich in den ja, Hören und Sehen so eingeschränkt ist, wie sie dann hier halt einfach so rausgehen. Also die, ich hatte jetzt erstmals die Türe für die zwei hier auf. Die Lulu, die hat halt immer große Angst vor Menschen gehabt und hat sich schnell versteckt in den Hütten. Ich meine, in all den Jahren ist sie jetzt so entspannter, aber wenn ich hier reingehe, geht sie bestimmt in den Hütten. Muss sie aber nicht. Ich brauche einfach keine. Jetzt entdecken sie das Ganze hier. Total gut. Ich finde das echt heiß. Ja. Irgendwo hier bin ich. So, und da ist der Hausbereich. Das ist eigentlich so das Ziel. Und wenn er das halt, wenn er mir jetzt hier nicht in den Garten beißt, dann kann er hier bald mal einziehen. Also es geht halt darum, dass hier auch immer wieder der Handwerker durchgeht oder wir mal Besuch kriegen oder so. Und dann sollte er das halt einfach nicht tun. Die sind super verträglich, hier die Hausgruppe super verträglich. Das sollte also, wenn er einfach die Wade nicht mehr schnell findet, kein Problem sein.